Wer ist dein TikTok-Crush? Hast du mit einem Jungen schon mal geflirtet? Das ist einfach falsch. Die richtige Antwort war nein. Könntest du rauskarten? Ich bin hier raus. Jo Leute, was geht ab? Und willkommen auf unserem YouTube-Channel JT Family. Achso. Leute, peinlich, sowas fängt schon an. Sowas können wir nicht mehr rausschneiden. Scheiße. Denn wir drehen heute ein Uncutted-Video. Sprich, wir werden jetzt peinliche, unangenehme Fragen beantworten, die ihr uns auf Instagram hättet stellen können. Ganz wichtig, folgt auf Instagram. Nur dann könnt ihr mitmachen, Leute. Genau. Also ihr konntet uns da unangenehme Fragen stellen. Auf Tuttis Kanal für mich, auf meinem Kanal für Tutti. Und ja, heute beginnen wir mit mir. Am Samstag ist dann Tutti dran, seht ihr, der erste Stotterer, oh Gott, nein. Vor allem, Leute, wir machen das jetzt uncutted, weil bei unangenehmen Fragen kann man dann am Ende immer sagen, ey, schneid das raus, oder man kann im Video sagen, ich will das nicht beantworten. Ja, aber jetzt werdet ihr morgen aus eurer Reaktion sehen. Okay. Weißt, es kann nicht raus. Okay. Tutti hat bestimmt übertrieben. Ja. Legen wir los? Ihr habt übertrieben, ich hab nicht übertrieben. Okay. Haben nur ausgesucht. Fangen wir erstmal klein an, okay? Also. Warte mal, oh scheiße, mach. Fuck, Junge, ich weiß, wo ich anfangen soll. Fangen wir erstmal so an. Wer ist dein TikTok-Crush? Ich hab gar keinen TikTok-Crush, die sind alle nicht so geil. Du hast keinen TikTok-Crush? Nee. Ich fand Noah Beck eine Zeit lang ganz süß. Okay, aber dann nehmen wir Noah Beck. Aber dann habe ich auch irgendwann mal gemerkt, der ist ein bisschen zu weiblich, finde ich. Ja. Gehen wir weiter. Nächste unangenehme Frage. Okay. Guckst du in die Kloschüssel, bevor du spürst? Du bist ein Arschloch. Ja. Weil Leute, jetzt am Ernst, ne? Das ist richtig wichtig. Auch zum Beispiel, wenn ich Pipi mache, gell, wenn wir jetzt ins Detail gehen wollen, dann gucke ich auch immer, wenn es zum Beispiel ganz dunkel ist, Leute, dann trinkt ihr wenig Wasser. Wenn es hell ist, dann trinkt ihr viel Wasser, ist gesund. Also checkt immer euren Dinger. Wirklich, das ist wichtig. Ist halt wirklich so. Ist halt wirklich wichtig. Ja. Das müsst ihr abchecken, ne? Ich kenne das auch, wenn ich auf Toilette gehe, das ist quasi so durchsichtig, gell? Also wenn man gar nicht auf Toilette geht. Das spüle ich so. Nein, das spüle ich gar nicht. Das sieht man ja gar nicht. Durchklicke. Nein, Spaß. Nächste Frage. Hast du mit einem Jungen schon mal geflirtet? Ja. Ja, echt? Wie flirtest du? Keine Ahnung. Gehst du ruhig zu denen? Du bist so ein Arsch, Digga. Ich bin auch feminine. Nein, war nur Spaß. Nein, das Flirten überlasse ich eher Tutti, weil Tutti ist eine gute Flirterin. Ich bin da eher so passiv, ja. Ich lass mich lieber anflirten, als dass ich flirte. Aber in jungen Jahren vielleicht bestimmt. Da muss man sich ja auch irgendwo finden. Du bist noch jung, was laberst du? Ja, mit so 15 oder so, Digga. Wer flirtet mit 15? Tutti, das ist kein Flirten, das ist dieses. Willst du aus meinem Eistee trinken? Horner, ist einfach mal flirten, weil es die Zeit für einen Freund bei Horner. Nein, ihr flirtet mich an. Nächste Frage. Gab es mal eine Situation, wo du dich für Tutti geschämt hast? Oh Gott, ja. Ey, die letzte Situation, die haben wir sogar auf Kamera drauf. Wir gehen in einen Laden rein. In diesem scheiß Laden steht, alles ist 20%. Oh, es gibt noch Schlimmeres. Es gibt noch Schlimmere, aber das ist sogar leicht. Dann geht Tutti zu einer Mitarbeiterin und die bringt manchmal so dumme Jokes. Ich denke mir, lass es einfach sein. Ja, überall, auch wenn wir so trinken gehen, da kommt so ein Kellner. Ja, ey, guck mal. Ich mache manchmal so Witze. Ich denke mir so, entweder bin ich humorlos oder diesen Humor behindert. Nein, guck mal, ich schäme mich wie Knie für Tutti und so. Und ihre Witze sind wirklich gut. Aber wenn wir so, vor allem wenn wir früher in Shisha-Bars waren oder wenn wir in Cafés waren oder keine Ahnung was. Sobald irgendwo Kellner sind, Tutti bringt Witze. Ich denke mir, halt die Fresse. Nein, aber die richtige Antwort war nein. Nein, das stimmt nicht. Manchmal, es ist nicht schlimm. Ich denke mir einfach nur so, ich schäme mich für dich, weil du... Halt die Fresse, Tutti. Du kannst dich nicht für mich schämen, weil ich mache nie so peinliche Sachen. Okay, alles klar. Tutti, und manchmal Tutti... Ich mach weiter, mega. Ja. Oder manchmal Tutti versteht die Jugendsprache nicht. Da denke ich mir auch manchmal so... Tutti hat früher das Wort cringe im falschen Kontext benutzt. Ey, mittlerweile kann ich. Da bin ich auch proud of you. Nächste Frage? Ja. Okay. Okay. Ich glaube, ich will hier so ein bisschen was rausholen aus dir und ich verstecke das mit einem YouTube-Video. Hast du schon mal Tutti angelogen, und zwar über ihr Aussehen, damit sie nicht traurig ist? Das sind so Sachen, die wir wissen.
Ja, bestimmt, oder? Also man sagt es, als ob du noch nie gesagt hast, oh, du siehst voll dünn aus, aber dabei nicht. Walla, Bida, immer wenn ich, du weißt ganz genau, wenn ich sage, ey, du bist fett, dann sage ich, du bist fett. Wenn ich sage, du bist schön, du bist schön. Wenn ich sage, das ist hässlich, sage ich, das ist hässlich. Wenn ich sage, ja, das ist scheiße aus, das ist also hässlich. Ich glaube, ich habe Tutti nicht angelogen, sondern ich habe ihr eher die Wahrheit gesagt und Tutti hat es als Lüge aufgefunden. Wie kannst du dich rauskratzen? Du lügst nicht an. Nein. Guck mal, zum Beispiel damals, Tutti hatte damals so eine Augenbrauenphase, die hat mir nicht so gefallen, da habe ich immer so gesagt, ja. Vorgestern meinst du die Phase? Ja, nein, guck mal, Tutti, ich habe immer gesagt, Tutti, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Ich so, doch, das sieht gut aus. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, scheiß drauf, die so, ey, sehen meine Augenbrauen gut aus? Ich so, voll. Irgendwann, das ja, dann musste ich das nicht anlügen. Das ja. Aber ich kann nichts tun, weil ich wusste, wie ich es ändern soll. Aber jetzt hast du die besten Augenbrauen, die ich habe. Also Horner hat mir so neue Produkte geholt, Leute. Ich glaube, die zeige ich schon mal in der Insta-Story. Ja. Leute, kommt auf Insta vorbei. Das sind so extra Stifte für Augen, also extra Augenbraustifte für Augenbrauen. Okay. Ja, die malen so und die malen so Härchen. Und Horner meinte so, du musst halt so tiefer gehen. Und irgendwie, Leute, wie sehen die jetzt aus? Die sehen jetzt besser. Richtig gut sind aus. Sind auch dünner und sowas. Ja. Wenn die immer noch scheiße aussehen, gib dem wieder da so auf 1 Euro oder 10.000. Oh Gott. Okay. Wie viel hast du noch, Digga? Ich will nicht mehr. Ich will hier raus! Pinkelst du unter der Dusche? Nein! Ich schwöre, das haben wir jetzt. Ja! Das macht jeder! Nein, ich. Früher, Leute, wirklich. Immer wenn mein Gehirn weiß, das ist voll komisch, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Wenn mein Gehirn weiß, ey, ich gehe jetzt duschen und ich gehe ins Bad, dann davor habe ich richtig ein Bedürfnis, auf Toilette zu gehen. Also gehe ich erstmal auf Toilette und dann gehe ich duschen. Ach so. Wirklich, immer. Ja. Immer. Aber als Kind habe ich schon mal nie. Aber wenn, nein, verstehst du nicht, Fall. Wenn du unter der Dusche bist, dann kommt da so dieses so. Nein. Kein Mensch geht aus der Dusche raus, um auf Toilette zu gehen. Nein, nein. Ich gehe ja davor immer. Deswegen habe ich es in der Dusche. Ist halt schlecht, wenn man badet und dann. Aber könnte man machen, dann habt ihr so ein klares Ding. Das färbt sich gelb wie bei der Badebombe. Ich wollte gerade sagen, man braucht keine Badebombe. Kein ich komme so rein, ich so, hast du eine Badebombe reingemacht? Nein, wieso? Schon gelb, ne? Nein, also auf jeden Fall immer davor auf Toilette gehen, wirklich. Aber als Kind habe ich es schon oft gemacht, denke ich. Okay, würdest du Tutti für... Das sind nur Tutti-Fragen, mein Gott, wer hat sich an den Scheiß ausgedacht. Würdest du Tutti für 10.000 Euro auf den Mund küssen? Auf den Mund? Ja. Hey, guck mal. Echt jetzt? Ja, du bist meine Schwester. Ja, okay. Mein Gott, man hätte was anderes. Am Arsch. Weißt du warum? Weil Horner und ich, wir küssen uns also so auf die Backe und sowas, aber auf den Mund haben wir noch nie geküsst. Ich glaube, zuletzt, als wir drei waren. Ja, als wir so Kinder waren. Machen wir mal so. Oh, dann kurz davon, ich mir so cringe. Nee, also wir sind erwachsen und so, wir küssen uns nicht mehr auf den Mund. Aber es gibt Leute, die küssen sich halt immer so auf den Mund, die begrüßen sich zum Beispiel ihre Eltern, die sagen, hi Papa, hi Mama. Ich so, ich küsse dich alle auf den Mund. Ja. Ihr habt Corona. Ich hab so Freundin, die hat ihren Vater immer begrüßt, indem sie ihn auf den Mund geküsst hat. Und mein Vater hat nicht mal Hand gegeben. Weißt du, was ich meine? Das ist diese andere Beziehung zwischen Kanake und, ne? Aber das kommt immer drauf an, von Land zu Land. Weil damals auf meiner Schule gab es so eine Zeit, wo Leute aus dem Ausland zu uns kamen. Ja, weil die Leute waren dann bei denen, dann kamen die mal zu uns. Und die kamen zum Beispiel aus Spanien. Und du siehst auf dem Schulhof, die ganzen Deutschen sind so, ja, und essen so deren Frühstücksbrot und so. Und danach die Spanier, die kommen und weißt du, die dich begrüßt haben, hi. Die haben jeden Kumpel, jede Freundin auf den Mund geküsst. Auf den Mund? Ja. Ah. Die haben jeden auf den Mund geküsst. Aber Spanier sind eh chillig. Wir waren so, gell? Ich hab mir so schön meine Freunde gemacht. Spanier sind eh chillig. Früher, Leute, als man so angefangen hat, erwachsen zu werden, gell, in der 8. Klasse, 9. Klasse, da hat man doch Leute immer so begrüßt. Hi. Weißt du, was ich meine? Ja. Ach, das macht man auch nicht mehr. Ich begrüße meine Freunde so, ey, Jay, was geht? Aber wieso haben wir das gemacht? Keine Ahnung. Hi. Dann wird man so erwachsen. Das ist nee. Okay, warte, die nächste Frage habe ich hier. Let's go. Oh Leute, jetzt ist es unangenehm. Das habe ich Horner eigentlich auch noch nie gefragt. Wie stellt sich Horner ihre Hochzeitsnacht vor? Das Ding ist, ich habe schon mal drüber nachgedacht, gell? Warum ist die Kamera auf einmal so dunkel? Egal, es wird düster, okay Leute, das hätten wir nicht, guck, das können wir nicht rausstellen. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, weil ich dachte mir so, ey, die Hochzeitsnacht findet ja dann nach der Hochzeit statt, gell? Und ich dachte mir immer so, wenn ich jetzt nach Hause gehe mit meinem Mann, einfach jeder weiß, was wir tun. Und ich glaube, das ist für mich einfach sehr unangenehm und ich glaube sogar, nach der Hochzeit ist man so kaputt. Ich glaube, ich werde da gar nicht mit meinem Mann schlafen, sagt er ehrlich. Ich bin danach so durch und psychisch am Ende. Okay, aber wie stellst du sie dir vor? Kein Kommentar. Nee, hoffentlich schön. Nette. Ja, höflich. Amüsant.
Einfach, ich hoffe mal. Das ist echt unangenehm. Das ist echt unangenehm. Schon, mach weiter. Such du weiter die nächste. Okay. Ich hoffe mal schön. So hofft sich, glaube ich, jeder. Hatte Horner mal das Gefühl, dass sie YouTube ohne dich machen möchte? Ja, weil einmal. Natürlich nicht. Das Ding ist, JT Family, in unserem Namen, da merkt man ja schon, das ist für uns beide gemacht. Also wirklich jetzt for real, ich könnte es niemals ohne Tutti machen. Aber voll oft, wenn ich, als ich sauer war oder so, habe ich gesagt, warum mache ich nicht einfach YouTube ohne dich und so, weil Tutti braucht richtig lange, bis sie sich fertig macht, bis sie gerade diese Fragen rausgesucht hat. Ich so, halbe Stunde. Ja, ich höre, Tutti ist sehr, sehr so, die lässt sich sehr ziehen. Und manchmal denke ich mir so, Bruder, alleine wäre ich viel schneller, aber natürlich nicht. Ich könnte niemals ohne dich machen. Nein, nein, niemals. Leute, als ich das ich habe ein Video auf diesem Kanal, ja, das ich alleine gemacht habe, ohne Horner. Mhm. Das war das Video, wo wir Horners Geburtstag vorbereitet haben. Wisst ihr, wie anstrengend es war für mich, das zu drehen? Weil immer, wenn ich so rede, wenn ich was mache, ist jemand, der interagiert mit mir. Ja, ja, voll. Aber voll. Wenn ich nur die Kamera habe und mich selbst und ich rede und so, dann manchmal denke ich mir so, das war gerade voll unlustig. Ja, da kommt oder nichts. Das war gerade voll unlustig, weil niemand lacht. Weil ja. Wenn Horner lacht, dann weiß ich, okay, das ist lustig oder ja, ja. Okay, du antwortest. Ja, so. Das macht wirklich einen Unterschied. Alleine drehen oder zu zweit drehen. Also niemals, aber ich habe das mal so gesagt. Auch so. Okay, Leute, ich glaube, das ist die letzte Frage. Okay, let's go. Also, hast du schon mal an deinem Ohrenschmalz gerochen? Hi? Sei ehrlich. Kann sein. Voilà. Kann sein, keine Ahnung. Hast du einfach so gemacht, sondern... Nee, ich glaub nicht. Echt? Nee. Okay. Ey, Tutti. Ja, okay, das ist doch nicht normal. Was machst du überhaupt? Hä, nein, ich hab noch nie so gemacht. Noch nie. Bestimmt. Hey, jeder hat bei seinem Ohr. Nein, bestimmt habe ich mal so meine Ohren sauber gemacht und aus Versehen habe ich mal so dran gerochen, weil ich mein Gesicht danach eingecremt habe. Aber jetzt nicht so und dann. Habe ich noch nie, niemals. Ja, das macht man nicht täglich so. Aber jeder hat einmal in seinem Ohrenschmalz gerochen. Nee. Jeder hat auch einmal seine Probe probiert. Ja, okay, das ja. Oder wenn man Hunger hatte. Nein, ich hab da noch etwas von der ganzen. Aber ich fand das immer so ekelhaft. Oh, das muss ich gleich, glaube ich, übergeben. Im Kindergarten war immer so, ein Kind hat immer so gemacht. Ja, ja, und hat so gegessen. Ich so, du bist so dreckig. Ich war immer so, du bist abschaut. Und jetzt kommt eine kleine Werbung. Ihr wisst, 2 Wochen kam kein Video online, okay? Also könnt ihr einfach, danke. Wir stellen euch jetzt einmal die geile Jedi Mob Station vor. Dieser Wischroboter kann staubsaugen und wischen, aber im Wischen, besonders im Wischen, ist sie wirklich eine 1. Wir haben an der Unterseite 2 sich entgegengesetzte drehende Wischmobs angebracht und die sind so nah aneinander positioniert, dass kein Millimeter ausgelassen wird. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Was ist denn dieses große Teil hier? Das ist die Reinigungsstation. Sie beinhaltet 2 Wassertanks, die mit 3,5 Liter Wasser gefüllt werden können. Rechts haben wir das frische Wasser, links haben wir quasi das dreckige Wasser. Jedes Mal, wenn dieser Wischroboter die Wohnung reinigt, dann kehrt er alle 10 Minuten zurück zur Reinigungsstation, also zu diesem fetten Teil. Und dort läuft dann Wasser vom rechten Tank, also vom frischen Wasser, runter, sodass unten dann alles voller Wasser ist. Und dann werden die Wischmops unten unter Hochdruck gereinigt. Dann ist das Wasser unten natürlich dreckig, weil der Boden auch dreckig war. Das ganze Wasser wird dann aufgesaugt und in den linken Tank transportiert, denn dort wird das dreckige Wasser angesammelt. Anschließend wischt er weiter mit sauberen und nassen Wischmops. Übrigens gibt es auch eine App, mit der man den Wischroboter steuern kann. Als erstes müsst ihr bei dem Wischroboter die ganze Wohnung scannen lassen, damit er diese in verschiedene Räume einteilen kann. A ist beispielsweise unser Wohnzimmer und B die Küche. Nun können wir über die App die Wassermengen in 3 Stufen regulieren. Niedrig, mittel und hoch. Sowie die Saugkraft in 4 Stufen. Und hier könnt ihr nochmal sehen, wie unfassbar gut ihr Flüssigkeiten vom Boden wischt. Link zum Shop und weitere Informationen sind wie immer in der Infobox. Boah, Bruder! Also ich war schon sehr empfindlich im Kindergarten. Du hast also keinen Ohrenschmalz probiert. Nee, gerochen war doch die Frage. Nee, ich glaube nicht. Was habe ich gerade gesagt? Probiert. Achso. Nicht, dass ich das... Okay, Leute. Ich glaube, das reicht jetzt hier. Wir cutten das Video hier ab. Ja, Mann. Oh mein Gott, wir haben schon 12 Minuten. Ja, das war's mit dem Video, Leute. Live für Part 2. Da frage ich nämlich Tutti unangenehme Fragen. Wir gucken, was sie mit mir gemacht hat. Alter, ich habe schon ein paar rausgesucht, aber ich ändere die wieder. Ist nicht schlimmer? Schreibt mir jetzt auf Insta, Leute, damit ich Tutti für Samstag auseinandernehmen kann. Kommt auf Insta vorbei, Leute. Wir posten mal ganz viel in der Story. Ich würde sagen, liken, abonnieren, kommentieren. Und wir sehen uns am Samstag in meiner Version, wie Horner mich abfragt. Tschüss. Ciao.